Moin YouTube, liebe Uhrenfreunde. Ja, ganz richtig, heute geht es mal nicht um Taschenmesser, sondern ich möchte euch in diesem Video meine neue Mido Commander 2 ein bisschen näher vorstellen. Bevor wir das aber tun, möchte ich hier noch kurz auf die Box eingehen, in der die Mido geliefert wird. Es handelt sich hierbei um das Standardmodell bei Mido, eine mit Leder überzogene Box mit dem typischen Schriftzug hier in Orange. Im Inneren befindet sich ein kleines Lederkissen, auf dem dann die Uhr in der Box verstaut werden kann. Zu den technischen Daten der Mido Commander 2. Sie hat einen Durchmesser von 40 mm, eine Höhe von 11,5 mm. Der Bandanstoß beträgt 21 mm und die Gesamtbreite hier von Anstoß zu Anstoß beträgt 42 mm. Die Mido bringt 128 Gramm auf die Waage mit dem Edelstahlarmband hier. Und sie ist wasserdicht bis 50 Meter. Ich habe mich für die blaue Version der Mido entschieden. Sie hat also ein dunkelblaues Ziffernblatt mit einem Sonnenschliff. Ich glaube, jetzt kann man so ein ganz klein bisschen erkennen, wenn ich die Uhr drehe, dass dann sich das Licht so ein bisschen bricht hier. Die silberfarbenen Indexe sind rodiniert, genauso wie der Stunden- und der Minutenzeiger, die im ähnlichen Stil gehalten sind wie die Indexe. Die Zeiger und auch die Indexe sind mit weißem Superluminova ausgelegt. Ich werde euch jetzt nochmal ein Bild einblenden, das die Uhr im Dunkeln zeigt. Über den Indexen werden die Minuten angegeben in roter Farbe. Dieses Rot nimmt auch der Sekundenzeiger auf. Außerdem erkennen wir noch den Schriftzug Mido Automatik und ebenfalls in Rot in der unteren Hälfte Chronometer Officially Certified und ganz unten Swiss Made. Als Komplikation bringt die Mido den Wochentag und das Monatsdatum mit, wobei der Wochentag sowohl in deutscher als auch in englischer Abkürzung zur Verfügung steht. Das Edelstahlgehäuse ist satiniert. Bis auf die nicht verschraubte Krone, die spiegelpoliert ist, genauso wie der Rand, der das Saphirglas umrahmt. Das Saphirglas selber hat einen gebrochenen Rand, der dafür sorgt, dass sich auch das Licht, das einfällt, bricht. Und ihr könnt es hier schon erkennen, dass sich hier die Minuten anzeigen oder auch der Schriftzug Swiss Made hier unten, was Fotos von der Uhr ein bisschen schwierig macht, weil man hier dann immer diese Spiegelung hat, was auf einem Foto dann leicht verwirrend aussehen kann. Die Mido verfügt über einen Sichtboden, der ebenfalls aus Saphirglas besteht, und der Glasboden gibt den Blick frei auf das Uhrwerk der Mido Commander 2. Dabei handelt es sich um das Mido Kaliber 80, ein modernes Chronometer-Uhrwerk, das auf dem ETA 1007.621 Uhrwerk basiert. Das Uhrwerk läuft mit 21.600 Schwingungen und besitzt, so wie es hier auf dem Rotor auch angegeben ist, 25 Steine. Der Rotor an sich ist verziert mit einem Genfer Streifenmuster und mit dem Mido-Schriftzug versehen. Außerdem finden wir hier nochmal die Angabe Chronometer und das Kaliber 80 von Mido. Das Uhrwerk hat eine
Gangreserve von 80 Stunden, daher wohl auch der Name Kaliber 80. Das Edelstahlband ist satiniert und verfügt über eine Faltschließe. Diese ist mit dem Schriftzug Mido Commander versehen. Wie ihr hier erkennen könnt, sind die einzelnen Glieder leider nicht verschraubt, sondern nur verstiftet. Das ist einer der wenigen Nachteile, die diese Uhr meiner Meinung nach mit sich bringt. Ich habe mich recht kurzfristig für die Mido Commander 2 entschieden. Ursprünglich wollte ich eine Taucheruhr von Mido erwerben, die sogar noch ein bisschen günstiger gewesen wäre, aber dann habe ich beim Surfen im Netz die Mido Commander 2 mit dem blauen Zifferblatt gesehen und da war es um mich geschehen. Ich fand sie einfach so schön, dass ich mich dann gegen die Taucheruhr entschieden habe. Und wie ich finde, ist es eine sehr vielseitige Uhr. Sie macht eine gute Figur sowohl zum Anzug als auch zu Freizeitkleidung. Und das blaue Zifferblatt lässt sich besonders gut kombinieren. Es passt sowohl zu weißen als auch zu blauen Hemden, aber auch zu schwarz und grau oder sogar zu rot aufgrund des roten Sekundenzeigers und der roten Minuten. Haben wir da auch eine Gemeinsamkeit? Grundsätzlich bin ich mit der Uhr zufrieden. Sie hat, wie gesagt, nur wenige Sachen, die mir nicht gefallen. Dazu gehören eben die nur verstifteten Glieder des Stahlarmbandes. Und was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist eben die Lichtbrechung hier, die dazu führt, dass sich das Ziffernblatt hier teilweise spiegelt. Hier kann man es jetzt wieder erkennen. Der Schriftzug Swiss Made erscheint hier jetzt doppelt und die Indexe sind ein bisschen verschoben. Aber das war's dann im Prinzip auch schon. Ich bin der Meinung, dass Mido hier einen relativ günstigen Einsteigerchronographen auf den Markt gebracht hat. Der offizielle Preis der Uhr liegt bei 1120 Euro. Ich hatte das Glück, dass ich von einem Jubiläumsrabatt eines Juweliers profitieren konnte und habe damit dann noch ein bisschen gespart. Aber auch für den offiziellen Preis ist es eine sehr schöne, elegante Uhr, die diesen Preis sicherlich auch wert ist. Das soll es gewesen sein zu meiner kurzen Vorstellung meiner Mido Commander 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen hoch und hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Und es würde mich natürlich ganz besonders freuen, euch auch das nächste Mal begrüßen zu können, wenn es bei mir wieder heißt: Moin YouTube, liebe Uhrenfreunde oder aber liebe Messerfreunde, wenn euch dieses Thema auch interessiert. Bis dahin, tschüss!